Also zum einen denke ich, kann eine Öffnung der Hochschule stattfinden, indem Impulse, die zum Beispiel Problemstellung, Fragestellung in der Gesellschaft darstellen, als auch Impulse für die Forschung in die Hochschule reinmünden. Das ist ein bisschen was diese Hamburg Open Online-University auch probieren, wo wir auch in regionalen Themen Forschungspunkte finden und dann aber auch mit den Antworten, Ergebnissen wieder in die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, unsere Forschungsergebnisse nicht nur hinter verschlossenen Mauern oder wissenschaftlichen Journals publizieren, sondern auch im Dialog mit unserem Umfeld, mit dem Umland, wenn es regional ist, oder auch mit in nationalen Aspekten, mit der Community, die es betrifft, im Dialog mitteilen. Das ist ähnlich wie DFG in den letzten Jahren auch versucht hat, die Forschungsprojekte, die gefördert sind, auch populär wissenschaftlich darzustellen, damit die Bürger auch wissen, wo die Steuergelder hinfließen. Und ich denke, das Potenzial ist an Hochschulen noch gar nicht ausgeschöpft. Da ist viel mehr möglich. Da können digitale Medien auch eine Rolle spielen, um zum Beispiel Impulse einzusammeln, aber auch Ergebnisse wieder rauszugeben. Aber genauso wie Präsenzveranstaltungen. Beispiel wäre Frankfurt ist als Bürgeruniversität im Selbstverständnis und macht dann auch so Vorlesungsreihen für ältere Menschen in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk und so weiter. Also das ist einfach nur ein Beispiel, wie das umgesetzt werden kann. Ein weiterer Aspekt ist natürlich über die studentischen Initiativen, die stattfinden. Ich denke, hier ist innerhalb von Hochschulen oft wenig Transparenz. Und hier wäre im Kontext auch von forschungsnahem Lernen auch nochmal die Möglichkeit, nicht nur über Dienstleistungen wie im Service Learning, die von Studierenden erbracht werden an zum Beispiel zivilgesellschaftliche Einrichtungen, sondern auch im forschungsnahen Lernen diesen Ansatz zu kombinieren. Das heißt, wo Studierende auch Forschungs Anlässe aus der Gesellschaft aufnehmen und in Forschungsprojekten umsetzen, die auch wieder in Lehrveranstaltungen unterstützt werden und hier mit Antworten rausgehen. Und ich glaube, das wäre nochmal eine ganz neue Dimension. Ein Thema, das mich natürlich immer umtreibt, sind auch digitale Medien, wo Hochschulen auch Forschungsergebnisse oder auch akademisches Wissen über offene Online-Kurse rausgeben können an die Gesellschaft. Studierende hier unterstützend tätig sein können oder auch selbst solche Angebote machen können. Auch digitale Lernangebote und Inhalte für die Gesellschaft bereitstellen, wir die als Hochschule mit den Ressourcen, die wir haben, erstellen. Das wäre meine Vision, wie eine Hochschule, die sich mehr öffnet und atmet mit ihrer Gesellschaft.